So, hallo und herzlich willkommen zu Far Cry 4, zum nächsten Teil. Wenn ich doch nur die Zeit zurückdrehen könnte, bis zu meiner Kindheit. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Die Mauern sind dünn. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Sie kommen durch die Mauern. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Wenn sie dich hören, kommen sie. Es tut nicht weh, ich spüre gar nichts. Halten und lesen. Vogelesser, der Käfig hat keine verschlossene Tür, doch die Rakshasa warten auf dich. Das Spinnengift brennt stärker, wenn sie in der Nähe sind. Flüchte nicht aus deinem Käfig, kleiner Vogel. Sei ganz unauffällig, wenn es sein muss. Blicke nicht nach unten. Leg's mir aber einen Zettel auf den Boden, du Sch... Alles klar da hinten? Hör doch auf, das tut doch weh. Ich hielt es für sicherer, die Familie zu Hause zu lassen. Jetzt habe ich Zweifel. Hör auf, dich zu ritzen, das gibt Narben. Noch ein Zettel. Heute Nacht. Shaiyas und ich haben einen Weg gefunden, den Berg hinunterzuklettern. Wir müssen nur ein Seil mit einem Kletterhaken auftreiben, damit wir uns von der Kante auch runterlassen können. Ich spüre, dass ich nicht mehr lange durchhalte. Wir müssen es heute Nacht tun, bevor uns dieser Ort zerstört. Wir warten, bis es Nacht ist und hoffen, dass wir an den Dämonen dort in den Gefangenen vorbeischleichen können. Ich frage mich, ob es Das Volk, das diese Stadt in den Fels baute, war stark. Die Anhänger von Kalinak. Das war eine große Zivilisation. Nicht der jämmerliche Pöbel des heutigen Kyrat. Ich weiß nicht, ob ich hier schon... Ich gehe nochmal zurück und rede erst nochmal mit dem Gefangenen. Was? Eine Spinne wäre, dann könnte ich mich abseilen. Aber ich kann keine Spinne sein, weil sie schon eine ist. Sie kriecht unter deine Haut und legt dort ihre Eier ab, bis sie schlüpfen. Ich hasse Spinnen. Sie sehen alles. Aber wenn ich eine wäre, dann könnte ich runterklettern. Ja, dann könnte ich runterklettern. Dann könnte ich runterklettern. Ich glaube, der Kollege bringt sich bald um. So, schön aufpassen. Ich will ja nicht darunter fallen unbedingt. Ist trüb heute das Wetter. Aber wir schauen mal weiter. Ich habe das Gefühl, wir müssen gegen eine Riesenspinne gleich kämpfen. Ich weiß aber nicht. Hier ist ja der Kollege rausgerannt. Ich höre einen Herzschlag. Der wird immer lauter. Ich habe das Gefühl, gleich passiert was. Irgendwas wird gleich passieren, was mir nicht gefällt.
was, Black Mesa oder wie? Ich gehe hier einfach mal weiter. Uah. What the fuck? Was das? Ich hab nur noch irgendetwas gesehen. Vor Jahren. Boah. War Pagan mein König. Ich hätte alles für ihn getan. Ach, den haben wir ja schon. Das führte ihn in die Irre. Hoffentlich kommt das Vieh nicht. Ich wollte ihn warnen, aber er hörte mich nicht. Und seine Liebe zu Ishmari hat ihn schließlich zerstört. Adrenalin, ey, das gibt's gar nicht. Texturfehler. Kann ich an ihm vorbei? Ich habe das Gefühl irgendwie, das hat hier wieder was mit Shangri-La zu tun, weil diese Kreatur... Diese Kreatur nämlich... Die hat doch was mit Shangri-La zu tun. Beziehungsweise wir haben die da gesehen. Okay, okay, okay. Das ist direkt hinter uns. Fuck! Lauf, AJ, lauf! Au! Ist ja gut. Boah! Nein! Rechts war doch der Weg, oder? Alter, man sieht ja gar nichts mehr. Ach so. Oh, Schnurzende. Fallen lassen? Ich probiere jetzt was. Ich wollte eigentlich dran vorbeispringen und versuchen, den Haken
da reinzukriegen, aber hat nicht so geklappt. Als er mehr und mehr verzweifelte, fand ich meine Berufung. Ich fand zu Kalinak. Wenn ich Shangri-La erreiche, besiege ich Rakshasa und werde neu geboren. Wer schreit denn da eigentlich? Kalinak damals. Und ich vollbringe, woran Pagan scheiterte. Ich erschaffe eine große Zivilisation hier in Kyrat. Gibt's hier nichts, wo ich mich irgendwie... Ja gut, da, aber da komme ich nicht so unbedingt hin, ne? Ach, ich bin ja auch bescheuert. Ich glaube, da wollte auch jemand flüchten. Und der Kollege hat es leider nicht geschafft. Ah. Alter. Ich höre hier die ganze Zeit Stimmen. Kollege! Und tschüss. Kannst du mir nicht einfach eine Knarre geben und ich bring den um? Arbeiter. Was machst du da? Du bringst uns doch alle um. Du brichst ihre Angst. Ja, deshalb gefällt es mir hier auch. Sie kennen ihren Platz, wenn wir in der Nähe sind. Ja, das tun sie. Na? Sieh dir die Idioten an. Erbärmlich. Keine Sorge, ihr werdet schon nett. Ich werde euch befreien. Ein Zettel. Abreise verschieben. Hä, wieso Abreise? Ich will jetzt weg. Wir müssen unseren Abstieg verschieben. Die Wärter haben mein Werkzeug gefunden und mitgenommen. Es muss jetzt in der Waffenkammer sein und den eingestürzten Glockenturm. Unter dem eingestürzten Glockenturm. Wie komme ich denn so weit? Wir lassen sie nie aus den Augen, nicht mal eine Minute. Wir wären leichte Beute, wenn wir ohne unsere Waffen fliehen. Ach! Ich kann jetzt wohl, soll ich wieder darunter? Gut, da haben wir einen Hundi. Kann ich die Seilrutsche einfach nehmen? Ich weiß nicht. Wie, der hat uns gesehen. Wenn ich wüsste, wo ich hin soll.
siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Ich lass dich arbeiten, bis du verreckst, du Made. Da rein, hä? Scheiße. Bin ich irgendwie... Ich kann jedes von diesen Schweinen schuften lassen, bis sie tot umfallen. Hoffentlich war das jetzt eine gute Idee. Und dann habe ich jetzt eine Knarre wieder. So, da ist der eingestürzte Glockenturm. Da haben wir einen Hund. Scharfschütze. Baby Smalls haben wir da noch. Stürzter Glockenturm. Kann ich da unten rein, wenn ich wüsste? Da oben auf dem Dach ist blöd wegen dem Scharfschütz, jetzt dreht er sich weg. Ich guck mal, ob ich da hinkomme. Wenn nicht, dann nicht. Sieht er uns nicht. Die Gefangenen sind keine Menschen, aber man kann gut irgendwelche Sachen an ihnen ausprobieren. So, auf der 1 haben wir die und auf der 2 haben wir die. Gut. Okay, Biggie Smalls kann uns sehen. Hab mir eine neue Zange besorgt. Dreh dich weg, Kollege. Unbedingt mal an den Gefangenen testen. Dreh dich um. Das ist schon umdrehen, ey. Ich hoffe, ich komme hier, wenn ich um die Ecke gehe, rein. Das ist echt verzwickt heute wieder. Au. Ja, war klar. Ich weiß gar nicht, soll ich sogar Rabal machen? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Weil gegen die anderen kommen wir an, nur Biggie Smalls wird halt sehr hungrig werden. Gut, probieren wir es nochmal. Kann wohl eine längere Folge dann heute werden. Ich meine, wir sind jetzt schon bei 20 Minuten, das wird noch mehr, sage ich euch gleich. Weil ich will diese Mission hier erst fertig machen. Nochmal. Deshalb nicht.
So, Kollege, komm rüber. Da läuft Biggy Smalls runter. Und müsste gleich folgen. Und dann versuchen wir erstmal den Alarm hier drüben auszuschalten und dann den anderen. Und sonst, wenn das auch nicht klappt, dann rushen wir einfach durch ein bisschen. Verdammt, das haben die gehört. Und die Knarre ist auch weg. Wie haben die uns jetzt gesehen? Ja gut, jetzt weiterkommen, das kannst du auch vergessen. Ja. Ja, komm. Weiß doch. Na also. Ja, das kannst du knicken, da komme ich nicht gegen an. Ach, Mann. Nicht so geil. Klappt nicht heute. Also, nochmal so wie eben. So, wir warten nochmal, bis der Kollege hier vorne ist und dann werfen wir nochmal. Selbstgespräche führen bzw. mit dem Hund reden, auch was Schönes. Na komm, lauf vor. Wenn ich immer 5 Minuten an einer Stelle hänge, das ist echt... Das ist ein No-Go. Genau, nein! Boah, du grenzt die... Da! Aber keine Kamera, nichts, ne? Von da oben kamen wir. Oh Mann. Ist aber ein scheiß Arbeitsplatz hier oben war. Hallo. Kommst du? Oh, ey, wenn wir jedes Mal hier so warten müssen. Das ist dann Kacke. Gewagtes Foto. Obwohl, da drüben ist es sehr verwinkelt. Ich glaube, das ist da drüben noch schwerer sogar. Ich glaube, das war eigentlich ein ganz guter Punkt von da hinten. Ich glaube, wir gehen da nochmal hin, erschießen ihn vorher und rennen dann hoch.
müsste klappen. Weil ich sag mal, wir haben hier einen Alarm. Ich hoffe, dass die vielleicht gekoppelt sind. Glaube ich aber eher nicht so. Weil wenn die nicht... Wenn die gekoppelt sind, ist es gut. Dann habe ich schön geplant. Genau, du drehst dich mal um, Kollege. So, vorsichtig. Es sei denn, wir machen den Alarm natürlich... leise aus, indem wir hier hochklettern, darüber ausmachen und ihn dann killen, aber wir haben ja kein Messer, gar nichts. Von daher empfinde ich das schwieriger. Außer wir killen ihn natürlich mit dem Wurfmesser, ne? Wenn er da oben ist, dann können wir... Na, das ist zu knapp, da treffen wir ihn nicht. So, immerhin markiert. Dreh dich in die andere Richtung, du Sack. Dass ich dann da hoch kann. Das sind schon gemeine Wichser. Jetzt dreh dich um! Danke. Das gibt's nicht. Ja! Der letzte aber. Puh. Natürlich, sie sind nicht gekoppelt. So, jetzt haben wir ein bisschen Muni. Biggie Smalls kriegen wir hier erstmal nicht weg. Kann ich nicht hier irgendwie speichern oder so? Das wäre jetzt ganz nett. Sind meine Messer hier noch irgendwo? Ne, ich glaube, die kriege ich nicht mehr. Ich müsste mal halt da unten die Muni holen. Wenn sich Biggie Smalls umdreht, dann... So, jetzt haben wir wieder eine ordentliche Ausrüstung. In Klammern. Jetzt müssen wir nur noch da drüben den Alarm ausbekommen. Und wenn wir das geschafft haben, meine Freunde, sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Muss eigentlich sein, wow, wow. Definitiv irgendwo in der Nähe. So, mal abscannen. Finden wir noch irgendjemand da drüben? Nein. Ich könnte versuchen... Hätte ich einen Sniper, würde ich jetzt den Alarm da drüben ausschießen. Aber dass das funktioniert, diese Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, recht gering auf wenig Schuss. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis Biggie Smalls
in die andere Richtung guckt. Und wenn er hierher kommt, dann dreht... Ja, genau, er kommt hierher, also müssen wir nochmal warten. Tut mir leid. Ich hätte es gern anders. Wie weit rennt er vor? Bleibt da stehen. Bleibt da stehen. Es gibt sich, der ist da eben auch noch nicht so weit vorgerannt. Komm, dreh wieder um. Jawohl. Geh weiter. Ein ganz großes Stück. Machen die Hunde hier gerade ein bisschen Sorgen? Wo sind die Scheißhunde? Hoffentlich bewegt er sich auch noch. Sonst muss ich echt schießen und darauf habe ich keine Lust. Das gibt's nicht. Wunderbar, der Alarm ist hier. Schnell aus. Tschüss. Alter. Hui. Holla, die Waldfee. Hab keine mehr. Scheiße. Alarm ist ausgeschaltet. Oh oh. War natürlich nicht geplant. Töte keine unschuldigen Zivilisten. Toll. Ach, Munition gefällt mir. Unter dem zerstörten Glockenturm. Hier oder nicht? Ha. Weiß ich, ob ich ganz nach ganz oben soll. Ich hoffe. Toll. Wir können uns immer neue Gefangene holen.
Das Loch, das du gegraben hast. Ich fürchte, du musst es doch wieder auffüllen. Komm schon, markier ihn. Oder so. Na geil. Hör auf dich zu heilen, du Lappen. Hä, von wo schießen die denn? Hä, von wo denn? Irgendwo von da oben. Haltet eure Position! Ah, von da. Na geil. Erstmal heilen. Schade, ich dachte, ich kann hier runtersliden. Ich sehe nichts. Dieser Wind! Immerhin haben wir es geschafft. 40 Minuten. Geil. Boah, ey, boah. Ich schwitze leicht. Wer ist das? Was ist das für eine abgedrehte Folge? Ich mach mal hier einen Cut, wir sehen uns in der nächsten Folge. So, wieder eine recht kurze Folge von Far Cry 4. Tut mir leid, dass das jetzt wieder 40 Minuten lang geworden ist. Aber, ja, ich kann nichts dafür. Die Mission ist einfach zu lang und die Mission einfach unterbrechen ist blöd. Hätte ich jetzt am Ende gewusst, dass wir dann nur noch runtergerannt hätten müssen tun. Hätte ich es natürlich laufen lassen, aber das weiß man ja nicht. Und wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Mal sehen, was uns da wieder erwartet. Ha ha ha!